Ich mag diesen Klang gar nicht. Ah! Binomolas, diese Ausgeburten der Finsternis werfen Türme auf uns. Binomolas, der Kreis ist zerstört. Wir haben den Kontakt zur Hauptstadt verloren und die Verstärkung wird nicht ankommen können. Wir sind dem Untergang geweiht. Jetzt ist jedes einzelne Schwert wichtig. Wir müssen diese Hexen um jeden Preis töten. Es könnte unsere einzige Chance sein, diese Invasion zu stoppen. Ich habe wohl keine große Wahl. Das Warten auf Verstärkung wird mir nichts mehr nützen, wenn wir sie vielleicht nicht mehr erleben. Also ist es an der Zeit, das lebende Tor zu entfesseln. Es ist Zeit, diesen Ausgeburten der Dunkelheit zu zeigen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Malib und alle seine verbliebenen Einheiten mit Ausnahme des lebenden Tores schließen sich vorübergehend euren Truppen an. Malibs Truppen kosten keinen Unterhalt, werden aber auch nicht in das nächste Szenario übertragen. Malib darf nicht sterben. Das lebende Tor darf nicht zerstört werden. Ah, jetzt sehe ich das mal. Lebendes Tor. Dieses Portal ist das vierte, letzte und außergewöhnlichste Wesen seiner Art. Selbst denen, die es beschwören, fehlen Worte, das Ding zu beschreiben. Es ähnelt in Beweglichkeit und Können zwar einem Weltentor, doch hier ist zudem eine Kraft abyssalen Ursprungs am Wirken, die sein Verhalten dominiert. Das Tor ist seiner selbst bewusst und hat einen eigenen Willen. Als Pforten zu verschiedenen Bereichen des Abyssus, des Abgrunds klingt besser, ist es ein Meisterwerk voller Wunder, denn das Ausmaß seiner Fähigkeit ist völlig unbekannt. Aha. So. Dein Kampfrausch interessiert mich wirklich so gar nicht. So, jetzt haben wir hier einen Platz frei, in dem du nichts erreichst. Sehr schön. Ich schicke den Luftgott mal mit hier rüber. Wir brauchen hier hier ein bisschen Unterstützung. So, denn dieser Genie hier wird das nicht ganz alleine packen. Nahkampfklinge, no counter-attack. Interessant. So, mal lieb, Meister der Beschwörung. Hübsches Ding. Lebt mein Erdelementar noch? Ja, lebt er. So, der kann den da töten. Jetzt wird hier nämlich aufgeräumt. 9-3. Haben wir wieder hinterlistige Angriffstypen. Okay. Ich würde da gerne eigentlich dich reinstellen. Einfach so wegen Heilung. So, ja, wir kommen hier ein bisschen blöd durch. Es ist doch recht schwer zu sehen, wo man lang gehen kann und wo nicht. So, aber so haben wir uns den Weg rein geöffnet. Ich habe leider keine Ahnung mehr, was meine Einheiten sind und was deren Einheiten sind. So, der ist auch weg. Okay, sieht soweit gut aus. Hier oben wäre ein bisschen Hilfe wohl ganz angebracht, würde ich sagen. Auch wenn Rashti hier wirklich großartige Arbeit leistet. Kann man nicht anders sagen.
wäre es mir doch ganz lieb, hier mal ein paar andere Leute hinzukriegen. So. Okay, ein bisschen draufboxen. Es sieht an allen Fronten aktuell nicht schlecht aus. Das möchte ich vielleicht überdenken. Der Typ da hat gerade echt viel beschworen. Ja, die hauen jetzt nochmal ordentlich Einheiten raus. Das gefällt mir gar nicht. Sozusagen zweite Welle rückt hier an. Okay, aber das lebende Tor ist zum Glück sehr, sehr stark und sehr, sehr praktisch. So, wir hauen hier weiter drauf. Du brauchst ganz dringend Heilung, wenn man mal ehrlich ist. Ehrlich gesagt, es ist auch ein bisschen schwer zu sehen, wer wo lang gehen kann. Aber das, ich finde nicht, dass das unbedingt was Schlechtes ist, weil dadurch wirkt der Kampf hier halt auch wirklich chaotisch, so wie halt so eine Invasion höchstwahrscheinlich auch wirken würde, ne? So, ich beglückwünsche mich auf jeden Fall erstmal selber dazu, hier den Luftgott noch hinzubeordert zu haben. So, Ramis ohne Ende. Das ist nur ein Angriff. Das habe ich nicht gesehen. Natürlich überlebt er mit einem Lebenspunkt. War ja klar. So. Oh, Rami, du darfst nicht sterben. Es ist echt schwer zu sehen, was meine Einheiten sind. Heilung. Okay, wir kommen hier aber ganz gut drumrum. Die Einheiten da oben sind zwar gefährlich, aber die sollten wir schaffen. So an und für sich. Ich wüsste gerne, ob ich Rashti leveln darf. Und du wirst jetzt hier ein bisschen durch die Gegend fliegen und mal Dörfer einnehmen. Wir haben sie auf jeden Fall an allen Fronten unter Druck, aber keine Front wirklich bisher auf unsere Seite entschieden. Nein, die töten meinen Luftgott. Halleluja, der hat richtig viele Einheiten getötet und ist fast gestorben. Und Rashti geht's nicht mehr gut. Ich habe das Gefühl, dass dieses Tor immer einen garantierten Kill bekommt. Kann das sein? Wenn eine seiner Einheiten den Gegner tötet, dann bekommt sie, wird sie irgendwie voll geheilt? Keine Ahnung. Höchst mysteriös, dieses Tor. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie es funktioniert. So, du musst dich erstmal zurückziehen hier, Rashti, bevor du noch K.O. gehst. Okay. Es sieht aber überall ganz gut aus, dass mein Luftgott das gerade überlebt hat. Der hat sich jetzt auf jeden Fall hier äußerst verdient gemacht.
Und dieser mystische Genie ist ja mal stark. Davon muss ich mir auf jeden Fall einen herstellen. Horami, doppelter Göttlicher. Das ist mein Horami. Doppelter göttlicher Speer. Doppelt göttlicher Speer. Doppelt göttlicher Speer. Regeneration. Ah ja, hier, Speer der Rami. Okay, das hier ist meiner. War kurz ein bisschen verwirrt. Aber es ist alles gut. So, zack. Den rücken wir jetzt auch langsam auf die Pelle. Da ist noch so ein Kampfrausch-Typ, den würde ich gerne verlangsamen. Und dann darf er gerne im Kampfrausch gegen einen Typen gehen, der Lebensentzug hat. Alter, der hat ihn fast getötet. Das habe ich nicht erwartet. Ich komme aber scheinbar auch nur auf der einen Seite hier weiter, oder? Komisch. Ich dachte, ich könnte hier durch. Naja, scheinbar nicht. Aber jetzt ist Mei hier drin. Keine Ahnung, wo die alle hinwollen. Funke der Finsternis. Ja, will ich mich nicht unbedingt mit anlegen. Zumindest noch nicht. So, ich gebe denen hier was anderes, mit dem sie spielen können. Der ist schon geplant. Hier sind wir auch schon soweit fertig. Rashti geht mal auf den Brunnen. Alles klar. Sieht gut aus. Hier oben könnte es noch eklig werden. Ja, dieses Tor tötet einfach garantiert einen Gegner. Oh, 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 oha. Das, ja. Nee, das Spiel hat sich nicht wieder gefangen. Ich möchte mal ausprobieren. Ja. Ich glaube, ihr habt's gehört. Abbrechen. Westworld hat wohl ein bisschen Probleme mit dieser Kampagne. Aber gut, ehrlich gesagt, sie sieht auch nicht so aus, als würde sie... Wäre es eine Westworld-Kampagne, also... Sei es verziehen und ich meine... So schnell wie das geht, das Spiel eben neu zu starten. Sei es verziehen. So, der Luftgott zieht rüber. Der Feuertyp auch. Wir brauchen da oben dringend Verstärkung. Denn das hier, der Kampf hier, der ist gelaufen. Wow, ist das ein geiler Angriff. Strudel der Dimension. Fernkampf, Secret, trifft immer, Anti-Schild, Verlangsamung, keine Counter-Angriffe. Das ist mal ein Angriff. So. Wie viel Leben hast du noch? 2 Lebenspunkte. Kann ich dich buffen, dass du... Ja, One-Shot, Level Up. Schön. Die Hexe hier verschwindet tatsächlich auch völlig in der Dunkelheit. Und ich habe den Typen vergessen. So, nächste Runde können wir hier den Sack zumachen. Ich schick den Teppich noch mit rüber. Wir brauchen hier
So schnell wir es uns organisieren können, Verstärkungen. Sonst werden wir sehr, sehr bald sehr, sehr starke Probleme haben. So, ich schicke den mal hier hin. Das ist gar nicht gut. Aber der kommt ja zum Glück jederzeit auch wieder weg. So, unser Feuervogel hat Spaß. Und unser Erdelementar levelt langsam vor sich hin. Das Gate hat gerade einen Anführer gewone-shottet. Was ist das für ein Ding und warum hab ich es nicht? Lebendes Tor, Stufe 4. Ich will auch so ein Ding haben. Gebt mir was ab. Eurem geilen Scheiß. So, Rashti ist dabei, sich zu erholen. So, wir haben jetzt einen weiteren Feuergott. Das sollte auch hilfreich sein. Es sieht oben, hier oben auch relativ gut aus. So, ich wäre dafür, dass wir jetzt... Ja, ich weiß, das tat weh. Tut mir leid. Aber das ist nötig, denn die Verlangsamung sorgt dafür, dass du stirbst. Euer Widerstand ist kaum mehr als vergebliche Versuche, das Unvermeidliche zu verzögern. Unsere Götter werden mich dafür belohnen, dass ich diesen Ort fast dem Erdboden gleich gemacht habe. Die hat sich gerade selber umgebracht. Was sind das für Leute? Und ihre Göttin wird sie nach ihrem Tod, ihre Götter werden sie nach ihrem Tod belohnen. Ja. Also jeder Gott, der dich nach deinem Tod, wenn du möglichst viele Ungläubige getötet hast, dafür belohnt, ist... nein. Nein. Warum hat er 200 Mal getroffen mit seinen Scheißangriffen? So. So. 22-2, 36-1. Schnauze allesamt. So. So müsste es eigentlich funktionieren. Hier gibt's ja eh nichts mehr zu tun. Ich will nochmal den Angriff machen, weil der so... Bäm. Stirb. Es sieht einfach viel zu cool aus. So, ich habe hier aber auch eh keine Einheit mehr, die du könntest noch Level gebrauchen. Das war ein sehr vorbildlich vorgetragener Angriff mit 0 Treffern. Ja, das kennen wir schon. Töte dich selber so viel du willst, ist mir egal. Natürlich trifft er schon wieder alle Angriffe. Aber immerhin, hast du jetzt gerade so überlebt. Aber ehrlich gesagt, so Power-Level-technisch
Ist das lebende Tor schon stärker als unsere nette Rashti hier? So, der ist so gut wie down. Den Rest und dann nähern sich Feuer, Gott, Erdelementar und Beschwörer. Die haben hier einen echt schweren Kampf gefightet, die Typen. Ich nicht gedacht, dass die auf der Seite so viel Kontra liefern. So, wir sind aber relativ schnell fertig geworden, muss ich sagen. Das gefällt mir und ich will so einen mystischen Genie haben. Gimme, gimme, gimme. Okay. Denen geht's allen super. Nehmen richtig ordentlich Geld ein. Toll. Die fällt da auf jeden Fall auch in die Kategorie greif mich besser im Nahkampf an. Sonst wird's eklig. Was hat die für eine Aura? Cold Aura. Kälteaura. Alles um den Typen rum geht, wird zu Eis. 5-4 Schaden zu allen Angrenzen. Feuerresistenz. Aha. Ja, Feuerresistenz gefällt mir ja gerade ehrlich gesagt gar nicht. Ja, aber die sollte sterben. Töte sie. Tat! Wir haben es geschafft. Für einen Moment dachte ich, wir wären so gut wie tot. Mehe, du bist mein Held. Ich bin dir unendlich dankbar. Ohne deine Hilfe. Ich habe das seltsame Gefühl, dass euer lebendes Tor einfach alle Truppen hätte im Alleingang verschlingen können. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Mir ist nicht wirklich danach, es herauszufinden. Sobald die ersten Teppiche aus Al-Khamija eintreffen, werde ich mit dem Hohen Rat sprechen. Deine Errungenschaften werden im ganzen Land bekannt gegeben und ich werde dafür sorgen, dass meine Schuld an dich zurückgezahlt wird. Sieg. Goldintensive Schlacht, aber wir haben gewonnen und durften das Leben. Das sieht einfach so cool aus, wie da der Abgrund vorbeizieht. Was eine chaotische Schlacht. Und sind das dieselben Typen wie Aerius? Es hatte nicht den Anschein, ehrlich gesagt. Die sahen feindseliger aus. Aerius war ja irgendwie auf Forschungsmission. Gut, er war trotzdem Arschloch, aber er hat nicht den Eindruck gemacht, als würde er wirklich etwas komplett zerstören wollen. Und die sehen eher so aus, als würden sie unsere kompletten Sandstädte hier ausradieren wollen. Ich habe aber das Gefühl, dass sie unsere Typen hier viel zu lange den Kopf in den Sand gesteckt haben und nicht mitbekommen haben, was um sie rum los ist. Die sollten schleunigst einen Schlachtplan aufstellen und schleunigst mal untersuchen, was hier eigentlich los ist. Wir haben so viele, da ist ein Dschungel mit Typen direkt nebenan, die sie nie gesehen haben, mit irgendwelchen Echsen. Dann irgendwelche Leute, die ihre Magiesachen klauen wollen. Dann die Typen, die einfach eine ganze Stadt einreißen mit irgendeiner völlig anderen Form von Magie. Wir sollten mal Informationen sammeln, möchte ich sagen.